Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn gerade während ich mein Fullface NARS abgedreht habe, was demnächst online kommen wird, kam die Glossybox bei mir an. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Glossybox ist eine Beautybox. Ich glaube, das ist sogar die erste Beautybox, die ich für mich damals, ja, überhaupt abonniert habe. Die erscheint monatlich. Kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box, je nachdem, welche Abo-Variante man sich so auswählt. Und ja, genau. Also, ja. Ich bekomme die schon, also habe mir die jetzt schon vor 3 Jahren oder so abonniert das erste Mal. Huch, da fällt aber die Hälfte schon raus. Jetzt ist das hier die Januar-Edition und die erscheint im klassischen Glossybox-Design. Das heißt, wir haben hier einfach passend zu meinem Oberteil, nicht dementsprechend ausgewählt, weil das habe ich eben schon angehabt, dieses rosafarbene Design von der Box. Dieses Logo einfach drauf und ja, man sieht, da kommt irgendwie schon was raus. Ich finde die super praktisch. Weil du hast hier einfach für einen relativ geringen Wert ein Überraschungspaket jeden Monat. Das ist generell bei den Beautyboxen ja so der Fall. Und du hast hier Produkte, so ungefähr 5 Stück drin, die einen deutlich höheren Warenwert haben als das, was man dafür bezahlt hat. Deswegen, das freut mich immer wieder an den Beautyboxen. Ja, hier haben wir einen Deckel. Yay. Wir haben ja auch einen HelloFresh-Gutschein mit drin. Ja, wir sind schon HelloFresh-Kunde. Aber 50 Euro haben oder nicht haben, ne? Das finde ich immer ganz nice. Und dann ist hier auch noch ein mein Müsli Gutschein drin, dass man da was gratis ausprobieren kann. Habe ich auch schon mal gemacht. Mag ich auch ganz gerne. Habe ich mir auch schon mal nachgekauft. Und hier haben wir das Glossy Magazin. The Power of Beauty Edition. Das ist ja letzten Monat auch schon angeteasert worden, dass wir jetzt quasi im Januar mit sehr viel Pflege begrüßt werden. Und hier steht auch drin, entdecke deine Beauty-Stärken mit der The Power of Beauty Edition. Herzlich willkommen im Jahr 2021, Glossy. Lange haben wir überlegt, mit welchem Motto wir dieses aufregende neue Jahr starten möchten und wie unsere Beauty- und Pflegeroutine dabei aussehen sollte. Ein Wort ging uns dabei nicht mehr aus dem Kopf. Power. Wir wollen es wissen. Und energiegeladen sowie frisch den Neuanfang machen. Volle Kraft voraus. Die wundervolle Produktauswahl und deine The Power of Beauty Edition katapultiert dich auf eine kraftvolle und pure Weise. Entschuldigung, ich liebe diese Sätze immer, ne? Auf ein neues Beauty-Level. Wie? Die Pflege-Essentials sind ideal aufeinander abgestimmt und ergeben zusammen mit den Pflege- und. Nein. Und ergeben zusammen mit den Pflege-Match? Nein. Und ergeben zusammen den Pflegematch. So, von Reinigung bis hin zur Skincare für besonders in der kalten Jahreszeit anfällige Hautbereiche. Sehr gut. Mach die Gedanken frei, richte den Blick auf dich sowie deine liebevolle Beauty-Routine und fokussiere das, was dir jetzt wichtig ist. Ganz egal, ob du dabei nach neuen Ideen zum Verbessern deiner Hautpflege suchst oder dich einfach mehr und gründlicher um dich selbst kümmern möchtest. Die Antworten und Inspiration findest du in dieser Januarbox. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Jede Box kreiert ja dieses Vorwort auf ihre eigene Art und Weise und ich feiere es jedes Mal aufs Neue. Ich finde es einfach großartig. Okay, dann haben wir hier eine Leseprobe drin. Das haben wir ab und an mal in den Beautyboxen auch dabei. Finde ich eigentlich irgendwie ganz nice, ne? So als Gimmick oder als Zugabe, ne? Von Sylvia Deloy. Auch die große Liebe fängt mal klein an. Genau. Also ich persönlich bin ja ein Fan von Hörbüchern. Ich habe letztens noch das von Danny Pelletier gehört. Max hat er selber gesprochen, fand ich ziemlich cool. Und das war auch echt kurzweilig, ne? Also das war ruckzuck durchgehört tatsächlich. Und genau, hier haben wir dann noch eine neue Leseprobe. Und ich denke, dass ich mir die Bücher von Danny auch demnächst mal so im Bundle kaufen werde. Weil ich glaube, das sind alles so Bücher, die du auch recht schnell so auf der Terrasse, wenn irgendwann mal wieder schönes Wetter ist, durchlesen kannst. Oder halt jetzt ganz entspannt so am Wochenende vorm Kamin oder so. Ja, genau. Deswegen, ich lese und höre gerne Bücher tatsächlich. Das mag ich gerne. Ja, und hier haben wir dann die Glossybox, die ja offensichtlich schon etwas auseinandergeflattert ist. Der Duft ist sehr angenehm. Also irgendwas Cremiges rieche ich hier tatsächlich. Irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas ist da. Okay, wir haben hier einen falsch rumgehalten, ne? Mit links kann ich echt nicht. Okay, ein Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten ist. Und den Klebi mache ich auf. Und dann gucken wir mal, wie unsere Skincare-Routine revolutioniert werden darf. Und mich lacht hier auch schon direkt eine Maske an. Finde ich scharf. Und die ist auch schön kalt. Von Vita Masks.
Yeo Green Tea Soothing and Hydrating. Das ist eine Maske, eine koreanische Gesichtsmaske. Und das hört sich nach einer Maske an, die mir gefallen wird. Denn solche Masken liebe ich. Einfach so eine Tuchmaske, die dich wieder auf ein anderes Level beamt. Das ist so geil. Doch, da habe ich Bock drauf. Das freut mich, dass ich die mit drin habe. Denn Masken und ich, wir sind so. Hier oben verlinke ich euch mal meine Maskenwoche. Ein Träumchen. Hier haben wir was zum Abschminken drin und zwar von Daily Concepts, die Daily Reusable Rounds. Lingerette, achso, das ist auf Französisch. Und da sind zwei Abschminkpads drin. Ja, ich habe jetzt schon einige Abschminkpads da, die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Da habe ich auch selbstgemachte tatsächlich auch geschickt bekommen von der lieben Jude, die auch hammermäßig gut sind. Und hier sind halt jetzt welche von Daily Concepts drin. Die sehen soweit so gut aus, recht dünn. Sehr, sehr weich von der Oberfläche her. Du hast jetzt nicht irgendwie eine Lasche, aber die sind schön groß. Ne? Also da kann man sich auf jeden Fall mit abschminken. Oder ich verwende die auch zum Toner auftragen, für alles Mögliche. Wirklich, also das ist, ich mag Abschminkpads. Und dann ist es ganz nice, dass die auch mit in der Box mit drin sind. So kann man nämlich mal gucken, ob man welche hat, die man aussortieren wollen würde. Wobei meine liebsten sind die von den Washis. Die finde ich mit am besten tatsächlich. Genau, so. Das waren ja schon mal zwei Produkte, die mir gut gefallen haben. Hier haben wir eine Probe drin. Ich dachte, es wäre eine Parfümprobe, aber nein. Mia, Zeit für neue Regeln. Ja, ein solches, nein, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Mein Bauch knurrt, ich habe Hunger. Ein OB, also ein Tampon quasi. Ein solches Video, also über solche Produkte, habe ich tatsächlich gedreht. Und heute ist der 16.01. Morgen am 17.01. kommt das Video online. Ich kann es euch aber hier oben mal verlinken, weil dieses Unboxing kommt danach erst online. Genau, ja, ein Tampon, ne? Nett. Kann man nichts gegen sagen. Kann ich auch tatsächlich jetzt gerade sehr gut gebrauchen. Zu viel Information, Claudia. Okay, dann habe ich hier von Mixer ein Produkt drin. Das können wir gut gebrauchen. Also wir können vieles hier drin gerade viel, also gut gebrauchen, ne? Bislang? Ja, sind das brauchbare Sachen. Von Mixer eine reparierende Handcreme, hochverträglich, zieht schnell ein mit Allantoin. Genau, also Handcremes, ja, nicht nur, weil jetzt die kalte Jahreszeit ist, sondern weil man sich sehr, sehr häufig jetzt die Hände wäscht, desinfiziert und so weiter, macht es auf jeden Fall Sinn. Also jedes Mal, wenn ich auch nach Hause komme, von wo auch immer, und sei es, dass ich mir eben einkaufen gefahren bin oder dass ich eben zur Tankstelle gefahren bin, um zu tanken oder sonst was zu machen. Wir haben hier so einen Spender stehen, wo auch Desinfektionskram drin ist. Da werden sofort die Hände immer desinfiziert und das trocknet halt schon aus, ne? Weil das ja auch Produkte sind, die mit Alkohol sind oder auf der Arbeit, ne? Hauptsächlich bin ich zwar im Homeoffice, aber wenn ich dann in der Firma bin, dann werden auch ständig Hände desinfiziert, wenn man reinkommt, wenn man rausgeht, wenn man auf Klo geht, wenn man sich einen Kaffee zieht und so weiter, und ich trinke viel Kaffee. Also Handcreme ist wirklich sehr, sehr gut. Und die Mixer-Produkte sollen auch sehr gut sein. Deswegen finde ich das auch nice, dass es mit drin ist. Und das hier ist ein Produkt, was mich gerade echt interessiert. E-Cooking ist eine sehr hochwertige Marke. Die haben hier ein Cleansing-Gel. Normal to Oily Skin. Ja, ich habe eine trockene Haut, ne? Da weiß ich nicht, ob das funktioniert. Mit Cucumber Extract und... Also quasi mit Gurkenextrakt und organischem Glycerin. 125 ml sind hier drin. Von E-Cooking habe ich letztens eine Fußcreme leer gemacht, die mir gut gefallen hat. In der Goodiebox habe ich auch schon das ein oder andere Produkt von denen mit dabei gehabt, was wirklich, also sehr hochpreisig war. Und deswegen finde ich nice, dass es drin ist. Ne? Vitamin E ist hier mit dabei, es ist vegan. Und du machst dir das Work the Gel into a Leather in your hands and apply to your face and neck. Ja, du sollst ja einfach damit dein Gesicht waschen, ne? Ja, ich glaube, so sollte man tatsächlich auch... Man sollte wissen, wie man sein Gesicht wäscht. Egal. Trotzdem, nice. Ja, kann man gut gebrauchen. Doch. Was war nochmal das Motto? The power of beauty. Ja, doch. Ne, das powert mich schon. Und dann haben wir hier eine Sache drin von Verso. Die Nourishing Cream mit Niacinamiden. Und hier sind 15 ml drin. Also diese Marke ist jetzt ja gefühlt gerade in allen Boxen vertreten, die ich euch hier auf meinem Kanal zeige. In der Goodiebox war das drin. In der Look Fantastic Box war das drin, ne? Witzig. Und jetzt haben wir es auch noch in der Glossy Box mit drin. Das hier ist aber die Nourishing Cream mit Niacinamiden und nicht das Serum. Ich glaube, die Augencreme. Die Augencreme hatten wir in der Goodiebox. Oder war das das Serum? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier von Verso noch so ein Vieh drin. Arschteuer. Ich glaube, die Originalgröße kostet 95 Euro. Also von daher, läuft bei ihm. Ja, finde ich nett, ne? Niacinamide verwende ich auch gerne auf meinem Gesicht. Ich habe auch aktuell ein Gesichtsserum, wo, glaube ich, auch Niacinamid mit bei ist, oder? Ich glaube schon.
Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll es auch sehr, sehr gut sein für die Gesichtshaut dementsprechend. Ja, ist doch schön, ne? Und das war jetzt die Box. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Der Tampon ist natürlich dann für Umme gewesen. Also ein Goodie. Und nächstes Mal haben wir die Sing, Dance, Love, Repeat Edition. Okay, das wird dann eine Special Edition sein in einem witzigen Design. Also wenn ihr Bock drauf habt, die zu abonnieren, ne, dann nutzt super gerne meinen Code, den ich euch mal einblende. Ich glaube Claudia-RSQ oder sowas ist das. Immer wenn man die Goodiebox im Abo hat, dann bekommt man so einen Code. Das ist so ein Freunde-Code. Da bekommt ihr ein bisschen Rabatt. Ich bekomme ein paar Glossy Points, wo ich dann halt so Special Boxen mir holen kann oder im Look Fantastic Online Shop von einkaufen gehen kann. Genau. Und ich schaue mal schnell durch, ob hier irgendwas drin gewesen wäre, wo ich sage, ach, das hätte ich doch viel lieber gehabt. Also anstatt von der Maske hätte ich einen Lippenbalsam haben können. Nö, da habe ich lieber eine Maske. Anstatt von der Handcreme hätte ich eine Gesicht-, Körper- und Hände-Ziehzack-Creme von Mixer haben können. Ich glaube, ja, hätte ich, glaube ich, dann doch lieber haben können wollen, weil die etwas, ne, dieses, also es ist halt ein bisschen mehr verwendbar. Dann hätte man Fußschaum drin haben können. Nö, da bin ich jetzt froh, dass ich den nicht drin habe, weil hatte ich letztens erst von Calosan, ne? Den habe ich auch leer gemacht. Fand ich jetzt vom Duft her nicht so bombastisch. Ein festes Shampoo von Ghoul hätte man drin haben können. Das habe ich tatsächlich auch letztens erst in der Verwendung gehabt. Fand ich richtig, richtig gut. Aber ich weiß gar nicht, was man dafür dann hätte nicht drin haben können. Finde ich jetzt nicht schlimm, dass ich es nicht drin habe. Und von Tony Moly eine Tuchmaske, aber da freue ich mich über die ich jetzt hier habe, weil die von Vitamask kenne ich noch gar nicht so, ne? Deswegen, also das wäre jetzt das gewesen, was man drin hätte haben können. Du hast nämlich in dieser Glossybox immer unterschiedliche Varianten. Teilweise richtet sich das nach dem Beauty-Profil, was man dort hinterlegen kann als Abonnent. Teilweise richtet sich das so nach gut Glück, mehr oder weniger. Ich finde, ich habe dieses Mal ganz gut was bekommen. Also das hat mir gut gefallen. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat jeder auch diese Verso-Creme mit drin, dieses teure Moped. Ja, 28,50 kosten 15 Milliliter, Leute, ne? Da fällt man echt vom Glauben ab. Und ich glaube auch, dass dieses Daily Concept, also diese Abschminktücher für 6,95 und das E-Cooking Cleansing Gel für 17,20 Euro jeder mit drin hat. Alles andere wäre dann quasi Glücksspiel. Aber mir hat die Box gefallen. War ein schöner Start so in das Jahr. Und das ist eigentlich auch so bekannt, dass die Beauty-Boxen jetzt zum Jahresanfang eher so sehr, sehr pflegelastig sind. Das mit der ganzen dekorativen Kosmetik kommt dann vermehrt so Richtung Februar oder, ne, wenn es so Richtung Karneval und sowas geht, Valentinstag. Ich bin sehr gespannt. Ja, und das war jetzt auch tatsächlich die Glossy-Box von Januar. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Boxen von 2021. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich dann nämlich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!